Ihr da! Ihr wollt doch nicht etwa zum Turm, oder? Ich habe nämlich strikte Befehle, niemanden durchzulassen. Oh, ein grauer Wächter seid ihr. Beweist es. Ja? Oh, ein Siegel der grauen Wächter. Aha, ihr behauptet also, einer von denen zu sein. Wisst ihr, Dokumente habe ich auch. Sie sagen, ich bin die Königin von Antiva. Was sagt ihr dazu? Und wenn ihr eure Behauptung, wer ihr seid, nicht beweisen könnt, lasse ich euch nicht vorbei. Wie auch immer, ich danke für das Gespräch. Und jetzt geht weiter. Na los! Wirklich? Denkt ihr, Gregor wäre verstimmt, wenn ich euch nicht einließe? Moment. Ja, vermutlich wäre er das. Gutes Argument. Er gibt hier die Befehle. Und mit einem grauen Wächter würde er bestimmt fertig. Einem angeblichen grauen Wächter. Nun, soll ich euch dann jetzt hinbringen? Dann kommt mal mit. Und ich will immer zwei Mann auf Posten mit Sicht auf die Türen haben. Ohne meine Genehmigung wird keine Tür geöffnet, ist das klar? Jawohl, Sir. Die Türen sind verrammelt. Wollen Sie die Leute draußen halten oder drin? Jetzt heißt es warten und beten. Wir haben es hier mit einer heiklen Situation zu tun. Ihr müsst gehen, zu eurer eigenen Sicherheit. Ich ertrage kaum noch, dass die grauen Wächter nichts tun, außer Leute für den Kampf gegen die dunkle Brut zu rekrutieren, obgleich es ihr recht ist. Hier findet ihr keine Verbündeten. Die Templer können niemanden entbehren und die Magier sind indisponiert. Offen gestanden, der Turm ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Abscheulichkeiten und Dämonen machen die Hallen des Turms unsicher. Der Zirkel ist verloren. Der Turm ist gefallen. Meine Männer haben ihr Bestes gegeben. Aber es war nicht genug. Sie haben uns überrascht. Auf ein oder zwei Abscheulichkeiten waren wir vorbereitet. Aber uns hat eine ganze Horde überfallen. Ich würde den Turm dem Erdboden gleichmachen. Kann aber nicht noch mehr meiner Männer gefährden. Die Türen bleiben zu. Für den Moment sind wir sicher. Nein. Vielleicht lächelt der Erbauer ja auf uns herab. Sie sollen ja nicht ewig verschlossen bleiben. Alles im Turm muss vernichtet werden. Ich habe Denerim benachrichtigt und um Verstärkung und das Recht der Auflösung gebeten. Die Magier sind vermutlich bereits tot. Alle verbliebenen Abscheulichkeiten müssen um jeden Preis beseitigt werden. Die Situation ist prekär. Es gibt keine Alternative. Alles im Turm muss zerstört werden, um ihn wieder sicher zu machen. Wenn das so ist, beschützt sie der Erbauer persönlich. Niemand kann diese monströsen Kreaturen überlebt haben. Es schmerzt zu sehr, auf Überlebende zu hoffen und dann nichts zu finden. Ich versichere euch, eine Abscheulichkeit ist eine ernstzunehmende Macht. Und ihr werdet nicht nur auf eine treffen. Ein Wort der Warnung. Sobald ihr diese Schwelle überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Die großen Türen müssen verbarrikadiert bleiben. Ich öffne sie erst, wenn ich Beweise dafür habe, dass es sicher ist. Ich glaube erst, dass es vorbei ist, wenn der erste Verzauberer vor mir steht und es mir sagt. Wenn Irving gefallen ist,
dann ist der Zirkel verloren und muss zerstört werden. Andraste schenke euch ihren Mut, was immer ihr auch entscheidet. Sie reißen euch auseinander und fressen euch. Wenn es nur schon vorbei wäre. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch halten können. Die Abscheulichkeiten und Dämonen müssen verschwinden, wenn ihr das meint. Wenn ihr was zu verkaufen habt, wäre das womöglich auch hilfreich. Habt ihr je eine Abscheulichkeit gesehen? Der Anblick wird mich ewig verfolgen. Aber selbstverständlich. Auf den Straßen hier ist es ganz schön gefährlich, was? Auf dem Weg hierher sind wir sogar dunkler Brut begegnet. Wir haben eine Nachricht für die Kirche in Denerim. Und ihr? Wir haben in der Nähe des Brasilienwaldes einen Blutmagier gesehen. Jetzt wollen wir der Kirche von ihm berichten. Danke, wir brechen auf. Gebt auf euch Acht. Können wir uns kurz unterhalten? Ich muss euch etwas erzählen, das ich euch vermutlich schon eher hätte sagen sollen. Nun, mal sehen. Wie sage ich es am besten? Wir sind jetzt fast in Radcliffe. Habe ich euch erzählt, wie ich genau zu Al Eamon stehe? Nein. Wieso denkt ihr so etwas? Halt, sagt nichts. Lasst mich einfach weitererzählen. Ich bin ein Bastard. Meine Mutter war Dienerin auf Schloss Radcliffe und starb, als ich noch sehr klein war. Al Eamon hat mich aufgenommen und großgezogen, bis man mich zur Kirche schickte. Der Grund, warum er das getan hat, war, dass... Nun, dass mein Vater König Marek war. Ich nehme an, das bedeutet, Caelan war mein Halbbruder. Beim Atem des Erbauers hoffentlich nicht. Ich glaube nicht. Was denkt ihr? Ich bin ein Bastard und niemand weiß, dass es mich überhaupt gibt. Ich hätte es euch gesagt, aber für mich war das nie wichtig. Ich war unerwünscht, eine potenzielle Bedrohung für Caelans Herrschaft. Also wurde ich verschwiegen. Ich habe es nie jemandem erzählt. Wer es wusste, lehnte mich entweder ab oder bevorzugte mich. Selbst Duncan hielt mich deswegen aus dem Kampf heraus. Deshalb wollte ich, dass ihr so lange wie möglich nichts davon erfahrt. Es tut mir leid. Keine Ahnung, vermutlich.
Er war König Mareks bester Freund. Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet, aber mir kam nie in den Sinn, dass das einmal von Wichtigkeit sein könnte. Al-Eamon heiratete später eine junge Frau aus Orle, was sein Verhältnis zum König trübte, so kurz nach dem Krieg. Aber er liebte sie. Jedenfalls verabscheute die neue Alessa die Gerüchte, dass ich sein Bastard wäre. Sie waren falsch, aber sie kursierten. Dem Al war das egal, aber ihr nicht. Also wurde ich mit 10 Jahren in das nächstgelegene Kloster gebracht. Auch gut. Die Alessa sorgte dafür, dass das Schloss nicht mehr mein Zuhause war. Sie verachtete mich. Naja, meine Anwesenheit hat sie verängstigt, das ist mir heute klar. Ich kann es ihr nicht verübeln. Sie hat sich bestimmt gefragt, ob die Gerüchte nicht doch wahr sind. Ich hatte ein Amulett mit dem heiligen Symbol von Andraste. Die einzige Erinnerung an meine Mutter. Als ich fortgeschickt wurde, war ich so wütend, dass ich es gegen die Wand schleuderte. Es zerbrach. Das war sehr dumm. Der Aal besuchte mich einige Male im Kloster, aber ich war stur. Es gefiel mir dort nicht und ich gab ihm die Schuld an allem. Irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Und wurde von Hunden aufgezogen. Zumindest habe ich mich so aufgeführt. Oder vielleicht benehmen sich alle jungen Bastarde so. Ich weiß nur, dass der Aal ein guter Mann ist und dass das Volk ihn liebt. Außerdem war er König Kaelins Onkel. Er müsste ein Interesse daran haben, Loghain zu bestrafen. Nun wisst ihr es. Können wir jetzt weitermachen? Ich würde gerne so tun, als hieltet ihr mich immer noch für einen Niemand, der zu viel Glück hatte, um mit dem Rest der Grauen Wächter unterzugehen. Ich bin dessen nicht würdig. Aber ich danke euch.